Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß! Jo. Wir haben was Gelbes, Leute, aber es fehlt noch was Blaues. Irgendwas aus. Okay, zum Flur kann ich noch. Huch? Was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten zu gehen. Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht mit Menschen reden. Zumindest nicht mit Lebenden. Okay. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Warte mal, können wir die Stricknadel mitnehmen? War das nicht die, die auch im Dings saß? Dem Erzähler vergeht. In der Stadt? Nee, ich kann ja nicht mit ihr reden. Sie redet ja nicht mit mir. Meh. Hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offen benutzt. Ja. Ich hätte trotzdem noch was Blaues. Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt. Lilly. Wenn ich jetzt nochmal mit Harvey. Nein, Moment! Ja! Ich hab was verbeilt. Mann, das ist doch doof. Ich muss ja erst die Stricknadel in dem Türschloss lassen und dann mit Harvey reden, ne? Dann dürfte die Stricknadel ja auf der anderen Seite sein, ne? Oder? Oder? So rein log. Ja! Nice, okay. Die Tür. Ich wollte eigentlich. Hab ich hier keine Stricknadel? Moment. Ist hier nicht die Stricknadel? Nee, nur das Gittertor. Die Tür war fest verschlossen. Oh. Eine Feder wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Ja. Also habe ich echt nichts? Ich habe ja das. Die Tür war. Der Kaff wie die. Ich dachte halt jetzt eigentlich, dass ich von hier aus die. Das Geschicklichkeit besitze, die Tür zu öffnen, aber irgendwie nicht. Schade. Supergirl Achievement freigeschalten. Warum? Wahrscheinlich, weil wir so oft irgendwas gewechselt haben, vielleicht? So, kann sein. Ich darf nicht mehr, zumindest nicht. Ich bin tot. Alles gut. Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Huch. Ein Geist. Wie nett. Endlich jemand zum Plaudern. Als ob. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Ach.
Irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mann, du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Aha. Super, dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte, ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. Blauer Farbstoff oder blauer Stoff. Danke. Sehr geil. So, Moment. Blauer Farbstoff. Was hast du da? Alles fit. Ist blau. Okay. Gut, Moment. Wir haben jetzt... Nein. Lass mal liegen. So, Drogelbecher möchte Bananen. Die Bananen sind rot. Erkennt er auch. Weil... Wer möchte keine Bananen? Peter, genau. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche, deswegen. Alles klar, okay. Tomaten. Möchte Adrian. Grün-Rot hat er, okay. Und Barbara kann Grün nicht erkennen. Alles klar. Blaubeeren. Möchte Peter. Hat aber jetzt eine Rot-Grün-Schwäche. Das heißt, wer möchte keine Blaubeeren? Adrian. Rot-Gelb-Blau. Das heißt, die müssen ja eigentlich blau werden. Was sagte man? Blaue? Ja, blaue Blaubeeren, ui. Und die müssen auch blau sein. Was sagte man dazu? Blauer Brokkoli? Man könnte sie auch rot machen. Theoretisch. Aber das kann ja erstmal so bleiben. Rote, grün, rot. Das hatten wir schon, genau, blaue Blaubeeren. Nee, er erkennt ja blau. Moment. Rot, grün, rot, gelb. Blaubeeren. Die müssen dann blau oder grün sein. Was grün? Aber dann erkennt Peter sie doch jetzt nicht mehr, oder? Rote, grün, grün, blaue. Ah ne, Adrian erkennt die Grünen ja. Ne, sie müssen gelb oder rot sein. Müssen sie gelb sein. So, jetzt. Was sagt man? Gelbe. Okay. Rot, grün, blaue, grüne, gelbe Blaubeeren. Alle zufrieden, alles klar. Oh, joi, joi. Das war schwer. Halb. Fast. Eigentlich nicht, nein. Es ging. Man muss ja bedenken, dass sie dies ja auch erkennen müssen. Ah, vortrefflich, vortrefflich. Toll! Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Drogelbecher! Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde? Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Oh, Peter! Wohl gesprochen. Drogelbecher! Da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Ja. Du wirst sehen, es macht einen Riesenspaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Drogelbecher! Aha. So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hotmotigor. Ja. Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Gewaltig. Sag mal,
Erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler. Ich brauche keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwehrtabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Hey! Du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss gestaut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Fort Botigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Späher der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Droggelot und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Psst. Sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim. Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist voller Unlust. Es ist deine Aktion, Lillegrim. Was tust du? Mach mal einen Wurf auf Charisma, bitte. Muss ich? War ja klar. Schnippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Hallo, Lillegrim. Möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Die Rolle passt super zu Peter. Finde ich. Und? Alter. Schon amüsiert? Krasser Trick. Ich dachte ja nicht, dass ich jemals so etwas sagen würde. Aber ich wünschte, wir würden in die Schlacht ziehen. Anstatt hier nur rumzulungern. Ein schneller, blutiger Tod wäre mir deutlich lieber als diese nicht enden wollende Erniedrigung. Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich fürchte mich nicht davor, von mächtigen Koboldwaffen in Einzelteile zerlegt zu werden. Und die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich... Ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde. Der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast... Du meinst... Ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo! Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Nice! Drogebecher! Sir Droggelot! Hallo Lillegrim, bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar,
Aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Droggelord am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzeln unter der Kapuze gesehen? Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Rasten, stimmt's? Ja. Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben. Den rosaroten Fluss zu stauen und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerungen zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Was ein Spielverderber, ey. Recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Bist du etwa auch so müde wie ich? Du versuchst, die Kugel über dem Feuer zu reißen. Das dauert eine Weile. Peter ist dran. Was? Aber Schnippo schläft doch schon längst. Ach ja, die Kugel zu rösten hat nichts gebracht. Reich dir mal 3 Stamina-Punkte weg. Pass mit dem Sicherheitsventil auf. Wenn du es verstopfst, könnte uns der ganze Kessel um die Ohren fliegen. Ist okay. Erschreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Angriff. Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. So alleine. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Weiß man nicht. Für so ein oder andere Geschäfte? Bestimmt. Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Lass doch mal die zu dritt. Ja, das Spiel dürfte bald zu Ende sein, glaube ich. Schlafen? Kann ich gar nicht verstehen. Ich bin nämlich extrem müde. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du dann nicht auf den Kessel aufpassen? Natürlich. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für die Schlacht. Alles klar. Ja, das Spiel ist, soweit ich weiß, kurz vorm Ende. Und ich würde das gerne heute, glaube ich, noch durchsuchen. Ich denke schon, ja. Gut, die Kugel steckte. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Holzscheite. Feuer.
Warum musst du denn einmal rumgehen, Lilly? Warum? Okay. Will nicht irgendjemand was unternehmen? Drogelberger? Im Charakter, bitte. Rock? Noch nicht, Lillegrim. Das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out da rein.